Geiste reisen selten bis Elba. Na, macht es euch halt selber. Hallo, meine Mama. Heute gucken wir uns mal an, wo... Heute gucken wir uns mal was an, wo ich zufällig drauf gestoßen bin. Und zwar die Erklärung zu den ganzen machen wir dann mal extra. Ich will es euch einfach mal zeigen. Und zwar, ich habe eine Batterie. Wir messen mal schnell die Spannung. Moment, ich hole mal das Stativ. So, als allererstes, ich habe zwei rote LEDs, die fetten, ihr seht. Ich habe jetzt mal den Plus von der Batterie an die LED und den Minus auch. Ist klar, wenn wir damit mal 1,5 Volt Batterie rangehen, leuchtet da nichts. Ne? Das wollte ich einfach nur noch mal sicherstellen. Und zwar haben wir hier 1,3 Volt, 1,34. So, das Ganze noch mal jetzt mit hoffentlich besserem Kamerabild. So, und zwar, wir messen die Batterien. Hat sich, glaube ich, nicht verändert. 1,34 ungefähr. Und jetzt machen wir Folgendes. Klemmen den ganzen Spaß jetzt hier mal an die, ja, ich habe es Schwingstufe genannt. Klemmen wir jetzt mal hier an. Das Multimeter ist jetzt abgeklemmt. Und ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal und dann gucken wir uns das mal noch ein bisschen genauer an. Und zwar, wenn ich jetzt an die Batterie gehe, leuchtet kurz die LED. Wahrscheinlich seht ihr das nicht. Wir machen es jetzt nochmal, so muss ich kurz. Ne, also, wir gehen eben mal hier an die Batterie ran. Zack. Die LED leuchtet. Jetzt muss ich selber mal gucken, ob das. Ja, okay, das sieht man. Also, die LED hat geleuchtet. Und jetzt können wir die LEDs alle Beete nochmal leuchten lassen. Also, das ist jetzt mal so dieses ganz einfache. So, das ist jetzt schon ein erweiterter Aufbau. Ich habe noch mehr Aufbauten. Ich will jetzt bloß euch jetzt gleich mal das Ostsee-Bild zeigen. Also das Ostsee klemmt jetzt auf den Kondensator. Das ist im Grunde genommen nur eine Wicklung, also einen LC-Schwingkreis mit einer Diode und Kondi mehr nicht. Und ja, ich hoffe mal, der hat jetzt die Einstellungen gespeichert. Ich mache jetzt, wir machen es jetzt eben mal, ich muss jetzt ein bisschen schnell sein, dass wir das auf dem Ostsee drauf kriegen. Machen wir hier mal Stopp. So, ich habe es jetzt mal angehalten. Wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Das erste, da großes Einschalten, der zweite dann das Entladen, sage ich jetzt mal. Also, einmal an, erste LED leuchtet und jetzt beide. Jetzt lasse ich es ungefähr bis in die Mitte laufen. Stopp. Und jetzt können wir ein bisschen reinzoomen. Also das Einschaltimpuls und dann schwingt die Schaltung aus und dann kann ich ewig lange warten, bis ja ich die zweite Entladung, sage ich mal, mache. Ne? Ich finde das schon ziemlich krass. Wir gucken uns das jetzt auch noch mal an der Schaltung an und ich zeige euch mal ein paar Spannungen, weil das ist auch mega interessant. So, ich habe jetzt mal die Perspektive noch mal geändert. Wir machen das jetzt so, die zweite Ladung, sage ich mal, die beide LEDs dann leuchten lässt, ist in diesem Kondensator. Ne, also wir haben ja zwei Stück, die blauen Dinger hier, sind gleich groß übrigens. Ne, also wenn ich, ja egal, ihr könnt das aber ein bisschen grübeln. Wir machen es jetzt so, ich habe jetzt den Plus, achso, das Ostsee können wir jetzt auch abmachen. Wenn ich das dann heißt, ja, dass mein Ostsee in die Schaltung einspeist, machen wir auch ab, das ändert nichts. Naja, ein bisschen wahrscheinlich schon, aber ja, genau. So, und der Plus, Eingangsplus, ist jetzt hier mit dem Kondensator verbunden und ich gehe mit dem Plus, pass auf, das können wir ganz einfach überprüfen, mit dem Plus verbunden
Und wenn ich jetzt die Schaltung fest anklemme, beim Anklemmen, ich hoffe, ihr habt es gesehen, hat es kurz geleuchtet. Und wenn ich jetzt ein Minus messe, also ein Plus von dem Konti auf ein Minus von dem anderen, haben wir 0,4 Volt. Das ist quasi jetzt die Batteriespannung mit ein bisschen abfallen, so wenn ich jetzt hier abklemme, die Batterie aus. Ne? Es ist nicht ganz Batteriespannung, aber so ein bisschen. Ist die jetzt so weit eingebrochen durch die paar Kurzschlüsse? Moment mal. Jetzt messen wir die Batterie direkt nochmal. Da haben wir 1,25 Volt. Huch. So, und jetzt tun wir einfach mal spaßenshalber. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass ihr das. Oh, jetzt seht ihr es ja schon fast. Wartet mal, mal kurz entladen. Jetzt tun wir quasi die Schaltung mal befeuern und gucken, welche Spannung im zweiten Kondensator dann ist. Ne? Hält aber nicht lange. Achtung, zack. Was ich gesehen habe, 18. Es fällt ziemlich schnell. 7, 5, 3, 2. Ne? Wenn das jetzt leer ist, kann ich hier auch nichts mehr leuchten lassen. Ne? Also die Energie ist dann im zweiten Konti, die die zwei LEDs leuchten lässt. Ich hoffe, das ist angekommen. Wenn ich jetzt ohne Messen mache, bleibt die Energie natürlich im Kondensator. Mal gucken, wartet mal, ich mache jetzt das Licht nochmal aus. So, wenn ich, da seht ihr es ein bisschen besser an. Jetzt die Energie noch im Konti. Und jetzt ist sie weg. Ne? Jetzt haben wir mal alle Beete geleuchtet. Und das ist schon interessant, weil wir gehen ja nur mit ja, 1, irgendwas Volt rein und lassen den Schwingkreis schwingen, habt ihr ja gesehen, und dann können wir immer noch einmal zwei LEDs leuchten lassen. Das ist so die erste, das war die erste Schaltung, die ich gemacht hatte, und ja, da habe ich hier noch mit zwei LEDs und Diode und naja und mit dem Trafo über die zweite Wicklung und so, da will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Das war mehr ein Test, sage ich mal. Ich habe es noch ein bisschen schöner aufgebaut. Ich hatte es dreimal aufgebaut, alle guten Dinge sind ja drei. Doch der Singlerumpe war dann da und hat das Steckbett gebraucht, und die eine Schaltung habe ich dann abgebaut und habe das Steckbrett in Sägeohrenbob seinem Bekannten mitgegeben als NBN-Spende. Und zwar ist das, ja, man kennt es, wenn ich jetzt mal gegenüber halt, ups, habe ich es ein bisschen ordentlicher gemacht. Das ist jetzt der Draht, wobei, wie gesagt, hier hatte ich bitte nicht so genau hier hingucken, hier ist der Trafo, die zwei Anschlüsse, was die zwei Anschlüsse sind, frei. Ne? Das war wirklich nur ein Test. Und ja, wie gesagt, das ist im Grunde genommen dieselbe Schaltung. Also der Eingangsbereich ist derselbe. Ich habe hier noch einen Schalter reingemacht. Die Kontis sind auch dieselben. Und am Ausgang habe ich aber jetzt, ich glaube, eine grüne LED oder eine blaue, ich weiß jetzt gar nicht. Und mit Taster, das ist die überbrücken kann, sag ich mal. Und weil ich mir die ganze Schaltung abgeraucht habe, habe ich hier mal markiert, was wie funktioniert. Ich weiß jetzt aber nicht, die funktioniert, glaube ich, nicht mit ja, warte mal, mit zwei Batterien müsste die doch auch gehen. So, jetzt ein bisschen Gedankenfehler gehabt. Und zwar haben wir jetzt 2, oh, das Licht, ne? 2,55 Volt haben wir jetzt auf den Batterien. Und wir klemmen mal an. Okay, wie gesagt, keine Ahnung, ob es geht. Wenn nicht, nehmen wir dann das Labornetzteil. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Die Klemme ist dann nachher zu messen. Die ist direkt über den Konti. Ich zeige euch jetzt erstmal die Schaltung und dann mal gucken, ob es mit Licht geht. Die hat gut geleuchtet. Ich denke, das habt ihr gesehen. Und die grüne sieht man nicht ganz so gut. Deswegen mache ich jetzt mal das Licht aus, in der Hoffnung, dass man es besser sieht. Und zwar, wir gehen ja wieder an Plus. Die rote leuchtet, wie gesagt. Hat man gesehen. Und dann können wir
Ah, diesmal hat es nicht geklappt. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich gucke jetzt selber nochmal, ob man es auf dem Video sieht. Klappt nicht immer, ich muss ein bisschen schneller sein. Doch, man sieht's. Ne? Ich kann jetzt hier auch ein Stück warten und dann die LED entladen. Wie ihr gesehen habt, die Kondensatoren halten nicht sehr lange. So, ich habe jetzt mal umgeklemmt. Das Multimeter zeigt die Batteriespannung, ne, unsere 2,5 Volt. Und den habe ich jetzt mal über den Ausgangskondi hier an die Klemme gemacht, was ich gesagt habe. Ne. Wie gesagt, man sieht es halt nur kurz. Das Messgerät ist entlädt, aber ich denke, man sieht es schon. Also gehen wir 2,5 einmal antippen. Daneben. Zack. 3,1 hat man jetzt gesehen. Ne. Das ist aber, weil das Messgerät die Schaltung entlädt. Das heißt, wenn ich das Messgerät einen Pol abmache, dass kein Strom fließen kann, können wir danach mal messen. Ich tue jetzt nochmal entladen den Kondi. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal und dann gehe ich mit der Klemme im Nachhinein ran. Ne? Also einmal ran, wir müssen trotzdem schnell sein. Zack, hat geleuchtet. Overload, 5 Volt. Ja. 2 Volt. Gucken, vielleicht schaffen wir es, wenn wir es mehrfach machen. Ne, mit Messgerät dran geht es nicht. Wenn ich jetzt mehrfach ohne mache, dann habt ihr gesehen, kurz 5 Volt. Ne? Also haben wir Arbeit verrichtet und können dabei noch ein Müh abzapfen, sage ich jetzt mal. Ja, der Schalter war dafür, den ersten Kondi von der gesamten Schaltung zu trennen, um den Kondi voll zu laden und dann erst das Ganze zu verbinden und dann die Ausgangsspannung zu messen, weil beide Kondis ein Mikrofarad, weil beide eben gleich sind, haben sie ja bei selber Ladung auch dieselbe Energiemenge. Ne? Und wenn wir dann sogar noch ein Müh mehr haben, wir können jetzt mal spaßenshalber probieren, vielleicht ist das Messgerät nicht ganz optimal. Das gute NBN-Messgerät. Klemme jetzt mal schon mal den Plus an, ist aber egal. Und machen das ganze Spiel nochmal. Ist jetzt nur noch Ladung drin? Ich glaube, da war sogar noch ein Müh drin. Ich meine, könnt ihr euch ja selber mal basteln, ist ja jetzt nicht so kompliziert. So, ich lege mir die Klemme schon mal hier hin. Wir machen einmal, zack. 2,5. Nochmal. 2,6. Und zum guten Schluss nehmen wir jetzt das Multimeter nochmal und messen damit. Ich habe mir extra hier die Klemmen gemacht, dass ich hier rangehen kann. Wir können ja erstmal mitmessen. Ihr seht, es hat noch 1,8 Volt, wenn wir jetzt rangehen. Zack. 2,6. Und wenn ich ohne rangehe, zack, und dann mess, kurz Overload, 1,8. Jetzt sieht man es nicht so schön. Kann natürlich sein, dass ich mit der Spannung jetzt ein bisschen zu niedrig bin, weil ich es mit Batterien gemacht habe. Probieren wir es mal. Also ran und gleich messen. Kurz Overload. Nee, wahrscheinlich kacken jetzt die Batterien ab. Ich mache jetzt einfach mal noch eine rein. In der Hoffnung, dass es geht. Wenn nicht, zeige ich es euch schnell mit dem Labornetz. Jetzt kacken die Batterien ab. Ne? Gut, sind halt nur gebrauchte. Das müsste ja theoretisch auch ein bisschen höher sein. Nicht wirklich. Jetzt hat man es kurz gesehen, die 5 Volt. Ich lasse es mal dran, mal gucken, ob es geht. Wenn nicht, Labornetz da jetzt. Zack, 3,7. 3,7, ne. Hier sieht man es nicht so schön. Deswegen machen wir jetzt mal schnell das Labornetz da an. Tun die Batterien weg und gehen mit dem Labornetz da mal direkt dran. Da sieht man es am besten. So habe ich es auch gesehen. Ich hatte jetzt nur die Batterien vom letzten Aufbau, dachte ich, das können wir ja gleich mal spaßenshalber probieren. Also jetzt haben wir 3 Volt.
3,2 Volt gehen wir rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehe, ich hoffe. Und jetzt immer zack. Jetzt kurz gesehen, 8 noch was. Können Sie jetzt nochmal machen. Immer an. 7 noch was. Ne, wie gesagt, fällt ziemlich schnell. Ist auch nicht viel Energie. Aber das ist schon, finde ich schon interessant. Wir machen das jetzt so. Ich werde mal noch ein kleines Erklärbär-Video dazu machen mit Schaltplan und allem drum und dran. Aber ich wollte es einfach mal festhalten. Das ist schon sehr interessant. Der Name ist die Schwingstufe. So ist mir dann die Idee gekommen, wie man es nennen könnte. Und ja, so ist es. Wie gesagt, Erklärung, was, wenn ihr wollt, haut mir was in die Kommentare.